Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Seit Patch 1.2, wisst ihr ja, kann man endlich Endbosse herausfordern und Unique und Über-Unique Farming machen. Und ich weiß, dass der ein oder andere Solo-Spieler von euch da extreme Probleme hat, an die Materialien zu kommen. Deswegen hier ein kleiner Trick, ein kleiner Tipp, wie ihr eure Ausbeute verdoppeln könnt. Und zwar müsst ihr dafür einfach einen zweiten Charakter anschließen. Ihr seht, ich laufe hier einfach mit zwei Leuten rum. Ich habe hier meinen Main-Character, meinen Lou Level 100 und noch einen zweiten Controller. Also ich spiele gerade mit zwei Controllern. Einen zweiten angeschlossen, der Level 1 ist. Und was ihr jetzt machen könnt, ist den natürlich auf Weltstufe 4 bringen, um dann die Materialien zu bekommen. Und den einfach immer sterben zu lassen. Immer einfach nur, dass ihr ihn mitzieht. Weil wenn ihr lauft mit einem zweiten Charakter, dann werdet ihr sehen, er läuft immer mit. Und irgendwann ist er tot und dann liegt er irgendwo rum, ist aber egal. Weil wenn ihr Gegner besiegt, das zeige ich euch gerade mal, dann seht ihr, dass dort Spieler 1 und Spieler 2 steht. Das heißt, es wird aufgeteilt auf zwei Spieler. Wie zum Beispiel hier frischer Blutköder ist jetzt für Spieler 2. Zack. Das kann ich dann einsammeln und der zweite Spieler bekommt das. Das heißt, ihr müsst den zweiten Spieler auch gar nicht spielen. Interessant wird es dann natürlich, wenn man Varshan Bodyparts findet. Zum Beispiel bei diesen Gegnern, da seht ihr schon manchmal dieses boshafte Symbol oben auf der Karte. Die lassen dann auch jeweils zwei Sachen fallen. Ich kann euch das gerade mal einblenden. Ich hatte das bei einer Legion gestern mal ausprobiert hier für das Video. Und da sieht man ganz genau, dass es halt jeweils ein boshaftes Teil von Varshan für Spieler 1 und für Spieler 2 gibt. Und was ihr da machen könnt, einfach beim zweiten Spieler ins Menü gehen und das Item dann fallen lassen. Und mit dem ersten Spieler, mit eurem Main-Character wieder aufsammeln. So habt ihr dann die doppelte Chance und die doppelte Menge an Varsha-Bodyparts, die doppelte Menge an exquisitem Blut und auch die doppelte Menge an destillierter Furcht. Bei dem Stahl wird es ein bisschen tricky, weil man ja nicht sterben darf, um die Glut einzusammeln. Und man muss sie auch händisch einsammeln. Und ich weiß auch nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, vielleicht kann es der ein oder andere von euch ausprobieren. Wenn man eine Höllenflutkiste öffnet, kriegt die, glaube ich, der Loot, der da drin ist, auch nur der Charakter, der es öffnet. Ich meine, mich zu erinnern, damals, als ich das mit meiner Freundin gespielt habe, dass es so war, dass wenn ihr die Kiste aufmacht, nur für den Main-Charakter, also nur für den Charakter, der es öffnet, die Materialien rauskommen. Deswegen, Höllenflut würde ich da mal außen vor lassen, aber Varshan Bodyparts, exquisites Blut und destillierte Furcht könnt ihr auf diese Weise auf jeden Fall die Ausbeute verdoppeln. Jetzt gibt es da ein paar Faktoren, die wichtig sind. Erstens müsst ihr natürlich einen PlayStation-Account erstellen für den zweiten Charakter. Das ist erstmal nicht so schwierig. Ihr müsst im Prinzip eigentlich nur bei PlayStation eine zweite E-Mail-Adresse angeben, euch ein Konto erstellen und ihr braucht auch kein PlayStation Plus. Das ist ja auch das Coole. Ihr braucht kein PlayStation Plus, um online mit dem zweiten Charakter zu spielen. Den könnt ihr einfach mit reinnehmen. Was ihr aber machen müsst, ist deinen Spieler mit Battle.net verbinden. Das heißt, ihr müsst da auch nochmal ein neues Konto erstellen bei Battle.net. Da nehmt ihr einfach die gleiche E-Mail-Adresse wie auch bei der PlayStation und verbindet den PlayStation-Account mit dem Battle.net-Account. Wenn ihr diese Hürde gemeistert habt, das dauert so um die 5 bis 10 Minuten, je nachdem, ob ihr eure E-Mail-Adresse und alles parat habt, könnt ihr den zweiten Charakter einfach mit dem zweiten Controller anschließen und den dann auf Weltstufe 2, auf Weltstufe 3 ziehen, dann auf Weltstufe 4 ziehen. Und was ich dann machen würde, wenn ich es machen würde, den zweiten Charakter einfach mal sterben lassen, mit dem ersten Charakter alles looten und nach einer Viertelstunde mal gucken, was der zweite Player alles so bekommen hat. Zum Beispiel bei einem Weltboss ist das ganz cool, bei einer Legion ist das ganz cool, immer da, wo Varshan Gegner auftauchen können, wo exquisites Blut fällt oder wenn ihr zum Beispiel Dungeons macht. Wenn ihr Siegel macht, dann kriegt ihr natürlich auch die doppelte Menge an destillierter Furcht. Wenn ihr grausige Gaben sammelt, dann zählt das natürlich auch für beide Charakter. Das heißt, ihr könntet da mit beiden Charaktern zum flüsternden Baum gehen und dort euch jeweils eine Truhe holen, die aufmachen und wieder die Varshan Bodyparts auf den Main-Character geben. Das gleiche gilt für grausige Gaben, wenn ihr einen Dungeon beendet. Das gleiche gilt, wenn ihr zum Beispiel eine Monstrosität besiegt. Also da habt ihr viele verschiedene Möglichkeiten, einfach euren Loot zu verdoppeln.
Davon abgesehen sind natürlich Uniques, legendäre Items, alle Drops, die ihr halt nicht miteinander tauschen könnt, aber gerade die Bodyparts, das hat ja Blizzard ganz doll genauso gesagt. Ihr habt die Möglichkeit, diese Bodyparts miteinander zu tauschen, also habt ihr auch die Möglichkeit, einen zweiten Controller anzuschließen, mit dem zweiten Charakter einfach mitzulaufen und dann die ganzen Teile doppelt einzusammeln. Für jeden Solospieler da draußen bestimmt ein Segen, weil ich weiß, dass viele sehr genervt sind davon, ohne Clan, ohne Kollegen, ohne Hilfe, Duril-Sachen zu sammeln. Hier habt ihr wenigstens für exquisites Blut, destillierte Furcht und die Warschan-Bodyparts die Möglichkeit, eure Ausbeute zu verdoppeln. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das benutzen werdet. Ich glaube, ich selber nicht, weil Warschan-Bodyparts habe ich sowieso unendlich und das Einzige, was mir wirklich fehlt, sind immer die Scherben. Und das heißt, für mich bringt das Ganze tatsächlich gar nichts. Aber vielleicht für den einen oder anderen von euch da draußen interessant, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich würde mich selber ein Follow freuen. Heute Abend, Leute, nicht vergessen, ist die BlizzCon. Um 22 Uhr wird ein Campfire-Talk stattfinden und da werden wir sehr wahrscheinlich was zum Add-on von Diablo 4 erfahren. Ansonsten würde ich mich wie immer über ein Like freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.